Hallo, herzlich willkommen zu einer Aktienanalyse von Arista Networks, einem kalifornischen Large-Cap-Unternehmen im Technologiesektor, das sich auf Netzwerklösungen spezialisiert hat, auch ein eigenes Betriebssystem für Netzwerklösungen anbietet und sich hervorragend entwickelt hat in den letzten Jahren, auch aktuell nur 5,7% unter dem All-Time-High notiert. Und wie immer wollen wir uns in diesem Video das Unternehmen mal aus zwei Perspektiven ansehen. Zum einen, was muss man eigentlich als Investor bezahlen? Also wie teuer ist die Aktie am Markt? Und zum anderen, wie ist das Unternehmen bilanztechnisch aufgestellt? Wie gesund ist das Unternehmen? Wie ist die Qualität des Unternehmens? Also was bekommt man als Gegenwert? Mein Name ist Max Butter von Aktienbewertung.info. Und wir fangen an mit der Bewertung an der Börse. Dazu haben wir hier einmal die Chartdaten, also sprich den Preis der Aktie in schwarzer Farbe auf Monatsschlusskursbasis überlagert mit Fundamentaldaten, in dem Fall Earnings per Share, also sprich den Nettogewinn pro Aktie aufgezeichnet in grüner Farbe. Und skaliert, also sprich, wir haben ihn multipliziert mit dem KGV, mit dem fairen. Was verstehen wir unter dem fairen KGV? Das ist einfach der Wert, der abhängig von dem Wachstum des Unternehmens bei anderen Unternehmen aus demselben Sektor beobachtbar ist. Also wir machen das Ganze empirisch, das heißt also, wir sehen uns hier einfach nur, oder wir machen eine Bewertung auf Vergleichsbasis und dazu sehen wir uns zunächst das Wachstum der Gewinne pro Jahr an, und zwar im Zeitraum 2015 bis 2025, da sind also auch Schätzungen schon mit drin, und da haben wir knapp 30%, und wenn wir jetzt im Technologiesektor andere Aktien heranziehen, die ein ähnliches, also in einem ähnlichen Bereich liegen, dann kommen wir auf ein faires KGV von 27,4. Das bedeutet, das ist die Referenzbewertung, hier als Referenzbewertung beschrieben. Und die Referenzbewertung ist jetzt hier diese grüne gestrichelte Linie. Und natürlich, es gibt ja einen Streubereich, das heißt, nicht jedes Unternehmen ist gleich bewertet. 50% aller Vergleichsunternehmen sind in diesem grünen Kanal, und da befindet sich aktuell auch der Aktienkurs von Arista Networks. Das heißt also, wir können durchaus davon sprechen, dass sich der Kurs im Normbereich bewegt, allerdings etwas höher als der faire Wert, der Spotwert. Und wenn wir uns das hier mal ansehen, können wir sehen, 26,1% höher aktuell. Das heißt, man kann sagen, 26,1% höher bewertet als die Referenz. Kann man aber durchaus noch als fair bewertet sehen. Und wenn wir das Ganze im historischen Kontext betrachten, also wie viel war der Anleger bereit, an der Börse für Arista Networks zu bezahlen? Da können wir hier sehen, das historische KGV in dem Zeitraum war 35,6. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs etwas niedriger ist, also das aktuelle KGV, etwas niedriger ist als das historische KGV. Das heißt also, im Vergleich zum Sektor teurer, aber im Vergleich zur Historie günstiger zu haben. Wenn wir uns die Analystenschätzungen ansehen, hier für 2023, also das laufende Geschäftsjahr, da haben wir zu erwarten einen Gewinnsprung von 18%. Und für 2024 dann nochmal 8% und 2025 9%, das Ganze basierend auf 18 bzw. 17 Analystenschätzungen. Wenn wir uns die Güte der Analystenschätzungen ansehen, dann können wir sehen, dass tatsächlich die Gewinne in 100% der Fälle höher waren als das, was die Analysten geschätzt haben. Das heißt also, die Analysten waren hier eher konservativ für dieses Unternehmen unterwegs. Und im Schnitt wurde der Gewinn um 10,5% übertroffen, was die Schätzungen angeht. Das heißt, der Gewinn war 10% höher als die Schätzung. Wenn wir das jetzt mal extrapolieren auf diese Schätzungen, dann können wir sagen, die Wahrscheinlichkeit, das ist durchaus gegeben, dass A, die Analysten richtig liegen und B, die Analysten sich sogar etwas zu konservativ bewegt haben. Muss man abwarten. Die haben natürlich nicht immer recht. Das heißt nicht, dass es in Zukunft so weitergeht, aber es lässt zumindest hoffen. Ja, und wenn wir jetzt eine andere Metrik nehmen, zum Beispiel den freien Cashflow, da können wir sehen, dass der freie Cashflow hier in 2022, also im zurückliegenden Geschäftsjahr, eingebrochen ist, und zwar deutlich, 53%.
Der soll aber im nächsten oder im aktuellen Geschäftsjahr und auch in den Folgejahren deutlich gesteigert werden. Das heißt also, wenn wir den Kurs aktuell bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr betrachten, dann ist er natürlich deutlich überbewertet, aber wenn wir jetzt mal im laufenden Geschäftsjahr gucken, dann ist hier im Prinzip die Bewertung gar nicht mehr so hoch. Da sind wir dann im Prinzip schon in dem blauen Bereich. Also kann man sagen, bewertungstechnisch nicht gerade super günstig, aber durchaus interessant. Sehen wir uns jetzt Arista Networks mal aus einer anderen Perspektive an. Und zwar, wir betrachten jetzt zum einen die Bewertung, die haben wir eben gesehen, die, da haben wir gesagt, ist leicht überbewertet. Die Prognose für das Umsatzwachstum ist überdurchschnittlich. Im Prinzip beschreibt dieser blaue Bereich das Unternehmen Arista Networks. Je größer und symmetrischer, desto besser für den Investor. Einen deutlichen Knick sehen wir hier bei der Bewertung. Okay, haben wir gerade im zeitlichen Kontext schon gesehen. Damit könnte man leben. Wo wir ein bisschen ein Problem haben, ist hier bei einer Bewertungskennzahl, nämlich den Owner Earnings pro eingesetztem Kapital, also mit anderen Worten, jeder Dollar, der vom Unternehmen eingesetzt wird, egal ob Eigen- oder Fremdkapital, erwirtschaftet am Ende 4,4 Cent pro Jahr. Das bedeutet, dass hier im Prinzip die Effizienz nicht so bombastisch ist. Das müssen wir uns aber gleich noch mal im zeitlichen Verlauf ansehen. Es ist nämlich so, dass das korrespondiert auch mit dem Einbruch des freien Cashflows, den wir eben gesehen haben. Der ist aber außergewöhnlich, soll, wie gesagt, im laufenden Geschäftsjahr deutlich besser ausfallen und das sehen wir uns gleich noch mal im zeitlichen Verlauf an. Was wir aber schon mal festhalten können, ist, dass eine sehr geringe Schuldenquote, die ist also deutlich niedriger als bei den allermeisten Unternehmen, mit 27,9% und eine operative Marge, die deutlich höher ist als bei den Vergleichsunternehmen mit 34,9%. Das ist also tatsächlich hier in den Top 25%, deswegen hier im äußeren Kreis. Was wir noch sehen können, ist der Piotrowski F-Score, ein Scoring-Modell, was insgesamt die Gesundheit des Unternehmens beschreibt. Bei 6 Punkten ist er auch überdurchschnittlich. Ja, sehen wir uns das Ganze im zeitlichen Kontext an. Und fangen an mit den Owner Earnings pro eingesetztem Kapital. Und da können wir hier eben diesen Einbruch sehen in 2022. Da waren wir eben tatsächlich nur bei diesen 4,4%. Aber das soll im nächsten Geschäftsjahr oder im laufenden Geschäftsjahr besser gesagt ja revidiert werden. Das heißt also, da sind wir dann wieder bei 33,5% voraussichtlich und sind damit im deutlich überdurchschnittlichen Bereich. Deswegen hier hellgrün, sowie auch in den vergangenen Jahren bis 2021. Und die Tatsache, dass jetzt im Prinzip diese Owner Earnings pro eingesetztem Kapital in einen Bereich vorstoßen, der noch deutlich höher ist als in den Jahren 2021, 2020, sogar 2019 und 2018, das zeigt, dass hier offensichtlich die Effizienz des Managements hervorragend ist. Das heißt also, man bekommt sehr viel Return für das eingesetzte Kapital, weiß also, wie man es einsetzt, um tatsächlich dann auch etwas für die Investoren zu erwirtschaften. Denn letztlich ist das, der Anteil, der den Investoren zugutekommt. Wenn man sich jetzt vorstellt, es werden 100 Dollar investiert und der Investor bekommt quasi 33,5 Dollar für diese 100 Dollar investiertes Kapital pro Jahr zurück. Das ist natürlich schon gut, weil das ist in einem so hohen Bereich, dass man eigentlich, wenn jetzt das Unternehmen eine Dividende zahlen würde, gar nicht wüsste, wie man das Geld, was ausbezahlt wird, wieder einsetzt, um eine ähnliche Rendite zu erwirtschaften. Das heißt also, es ist sogar eine ganz gute Idee, dass das Geld im Unternehmen bleibt. Deswegen, ich bin gar nicht so ein Fan von Dividenden. Man hat es zwar dann in der eigenen Tasche, muss es aber noch versteuern und muss es wieder reinvestieren, sofern man nicht davon lebt. Und also gerade in der Ansparphase ist das dann eigentlich besser, wenn man ein Unternehmen findet, das kapitaleffizienter reinvestieren kann als man selber. Und das ist hier bei Arista Networks offensichtlich der Fall. Und wenn wir jetzt uns eine weitere Kennzahl ansehen, nämlich den sogenannten Cap Flow, so wie wir ihn bezeichnen bei Aktienbewertung.info, das ist der Anteil, der vom operativen Cashflow weggeht, der sozusagen dem Investor gestohlen wird, wenn man es so bezeichnen will, um den Wert des Unternehmens
zu erhalten, also das laufende Geschäft fortführen zu können, den sogenannten Maintenance CapEx. In Bezug auf den operativen Cashflow sind wir in einem sehr niedrigen Bereich. Nur 9,1% des operativen Cashflows werden für werterhaltende Maßnahmen verwendet. Und das ist gut, weil der Investor entsprechend viel vom operativen Cashflow dann quasi nicht einsteckt, aber im Sinne des Investors reinvestiert werden kann. Ja, das heißt, es bleibt also sehr viel von diesem operativen Cashflow übrig für Zwecke, die letztlich den Wert des Unternehmens steigern können. Also ein niedriger Wert, deswegen hier hellgrün im Vergleich zum Sektor, extrem überdurchschnittlich niedrig. Und wir haben die Entwicklung der Renditen, insbesondere die operative Marge, die kann nicht wirklich gesteigert werden, aber bewegt sich zumindest auf einem sehr hohen Niveau. Wir können hier sehen, 34,9% hat man gesehen, ist in den Top 25%, deswegen hier als hellgrün, also in einem hellgrünen Feld. Das bedeutet in den Top 25% auch die Nettomarge und die Bruttomarge, die ist nur überdurchschnittlich, also schafft es nicht ganz in die Top-Liga, aber immerhin auch hier in einem überdurchschnittlichen Bereich. Wir hatten noch gesehen, dass auch die Schuldenquote sehr, sehr niedrig ist. Und um ganz ehrlich zu sein, Arista Networks ist eigentlich gar nicht verschuldet, weil wenn man sich hier mal anguckt, Cash und Wertpapiere, also das kurzfristige oder kurzfristig einsetzbare Vermögen, ist hier in hellblau dargestellt. Das übersteigt sogar noch die Schulden. Das heißt also, die Schulden könnten direkt aus dem Cashbestand getilgt werden. Wenn man die Schulden aber aus dem freien Cashflow heraus tilgen wollte, dann wäre das ist der Schuldenberg hier. Die Schulden könnten also innerhalb von 4,2 Jahren allein durch den freien Cashflow auch getilgt werden aus dem operativen Geschäft, wenn man so will. Das bedeutet, dass die Schulden hier mit Sicherheit keine Bürde darstellen für das Unternehmen, sondern eher hilfreich sind, um entsprechend das Geschäft zu beschleunigen. Und die Schuldenquote, abgesehen davon, ist eher konstant geblieben. Natürlich, die Assets haben sich vergrößert. Das sieht man hier am ansteigenden Vermögenswert. Und in etwa im gleichen Verhältnis haben sich die Schulden erhöht. Das heißt also, die Schuldenquote, Schulden geteilt durch Vermögenswerte, die ist konstant geblieben. Und die kann man hier rechts ablesen. Ja, Aktienrückkäufe spielen bei diesem Unternehmen weniger eine Rolle. Im Gegenteil, also hier werden eher Aktien emittiert. Das hat auch mit den aktienbasierten Vergütungen zu tun, die natürlich schon eine gewisse Rolle spielen bei Arista Networks, so wie bei vielen anderen US-Unternehmen ebenfalls. Das heißt also, wenn wir uns hier den Anteil ansehen oder die Anteilsveränderung, die man als Aktionär sozusagen erfahren musste, dann bedeutet das, dass in dem dargestellten Zeitraum hier von 2016 bis heute im Prinzip 10% Anteil verloren gegangen ist, allein durch die zusätzlich auf den Markt geworfenen Aktien. Das ist natürlich nicht so schön, aber angesichts der Tatsache, dass wir es hier mit einem Unternehmen zu tun haben, das seine Gewinne um 30% pro Jahr steigern konnte, spielt das nicht so ganz die ganz große Rolle. Trotzdem sollte man das vielleicht im Hinterkopf behalten, es ist nicht so optimal. Ja, sehen wir uns die Bilanz von Arista Networks an und wir beschränken uns hier mal rein auf die Betrachtung der Gewinn- und Verlustrechnung. Das heißt also, wie verdient Arista Networks sein Geld? Sehen wir erstmal, der Umsatz beträgt 4,4 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2022, also das zurückliegende Geschäftsjahr. Und der größte Teil, 85%, sind durch das Product-Segment und 15% durch das Service-Segment. Wir haben dann Herstellungskosten von 1,7 Milliarden US-Dollar. Das macht einen Bruttogewinn hier von 61% des Umsatzes. Das ist die Bruttomarge. Und wie gesagt, die ist überdurchschnittlich. Das ist schon mal positiv festzuhalten. Allerdings sehen wir hier, dass die Bruttomarge gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte gefallen ist. Das heißt also, die Bruttomarge ist etwas rückläufig. Das ist sicherlich als eher negativ zu verzeichnen. Das heißt, im Verhältnis sind die Herstellungskosten gestiegen. Der operative Gewinn allerdings, oder die operative Marge mit 35%, die ist eben besonders hoch und das liegt daran, dass die Betriebskosten
sehr niedrig sind. Und von den Betriebskosten sieht man hier, ist der größte Teil Forschung und Entwicklung. Das macht 16,6% vom gesamten Umsatz aus. Das heißt also, das Unternehmen investiert hier in Forschung und Entwicklung. Das wird hier als Kosten verbucht, was eigentlich bilanztechnisch zwar regelkonform ist, aber eigentlich falsch, denn Forschung und Entwicklung betrifft ja nicht nur das laufende Geschäftsjahr, sondern das betrifft ja im Prinzip auch die Zukunft. Das heißt, die Gewinne, die letztlich daraus entstehen, die fallen ja erst in der Zukunft an. Damit ist es eigentlich eine Investition und müsste kapitalisiert werden. Das machen wir jetzt hier nicht. Mache ich vielleicht mal in einem der nächsten Videos oder mache mal ein Video darüber, wie das generell funktioniert. Aber wir können festhalten, dass hier doch ein erheblicher Anteil des Umsatzes scheinbar Kosten sind, aber in Wirklichkeit eine Zukunftsinvestition, die letztlich ja auch den Investoren zugutekommt. Der Nettogewinn, entsteht dann, wenn man noch die Steuern abzieht, und da sind wir dann bei 31% Marge. Auch das ist im hellgrünen Bereich, das bedeutet in den Top 25% aller Technologieunternehmen. Damit ist Arista Networks sehr kostenarm unterwegs insgesamt, und das ist insgesamt sehr positiv. Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft gönnen, da sehen wir uns jetzt mal das KGV, was wir in der Vergangenheit beobachten konnten. Wir nehmen jetzt mal 32,8. Das ist also das der letzten 3 Jahre im Schnitt. Da sind wir etwas konservativer unterwegs. Und daraus können wir jetzt schließen, wie sich anhand der Gewinnprognosen voraussichtlich der Kurs bewegen würde, wenn er im fairen Bereich bliebe. Und wenn wir jetzt hier mal 2 oder knappe 2 Jahre in die Zukunft blicken und mal die Schätzungen der Analysten, das sind 17 Analysten, von $5,63 pro Aktie zugrunde legen, dann hätten wir hier mit einem Kursgewinn von 14,2% innerhalb dieser nächsten 2 Jahre zu rechnen. Und wenn wir das Ganze annualisieren, dann kommen wir auf 7,9% pro Jahr. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass hier die Börse nichts vorwegnimmt und der Kurs einfach nur den Gewinnen folgt und die Gewinne auch so eintreten werden, wie die Analysten es geschätzt haben, dann können wir eben damit rechnen, dass der Gewinn in diesem Bereich bleibt. Ist jetzt nicht so üppig. Angesichts der Tatsache, dass wir es hier doch mit einem sehr gesunden Unternehmen zu tun haben, ist es sicherlich eine Möglichkeit, das Geld einigermaßen sicher anzulegen. Man bekommt zumindest einen entsprechenden Gegenwert. Ja, ob du dann letztlich dich entscheidest, in dieses Unternehmen zu investieren, oder wenn du schon investiert bist, ob du dabei bleibst, das musst du natürlich selber entscheiden. Da sind wahrscheinlich auch weitere Recherchen notwendig. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und viel Spaß. Ich wünsche dir viel Erfolg an der Börse und bedanke mich für das Interesse an diesem Video.